Okay, Leute, es geht weiter. Also, was hast du vor, Piccolo? Ich chill mein Leben jetzt. Die Suche nach dem Dragon Ball ist mir egal. Schließlich kann nicht mal Gott die Toten auch verstehen lassen. Inzwischen kümmere ich mich lieber um Son Gokus Sohn. What? Was? Niemals! Machst du Witze? Was willst du mit ihm tun? Auffressen natürlich. Mit dem richtigen Training könnte der kleine Son Gohan sehr mächtig werden. Das können wir gebrauchen, um in einem Jahr die beiden Saiyajin zu bekämpfen. Ich muss seine Stärke vorher aufbauen. Nur so geht's. Ist klar, dass alle jetzt traurig sind. Aber so ist die Realität. Aber du kannst doch nicht einfach... Doch, er kann es. Er ist Piccolo. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Nein, wir sollten wenigstens vorher mit Son Goku und Shichi darüber reden. Ja, Son Goku ist tot, verdammte Scheiße. Was willst du jetzt reden? Zu viel Zeit haben wir nicht. Ich nehme Son Gohan mit und ich bringe euch um. Wenn ihr jetzt nicht alle den Mund haltet. Ich kehre mit den Jungen in einem Jahr zurück. Wenn Son Goku schon vorher wieder am Leben ist, sagt ihm, er kann sich mit uns treffen. Meine Lesekunst ist wieder so beschissen. Hä? Sag mal, du musst die Augen öffnen. Du bist der Sohn von Son Goku. Wieso sind die auf Wasser? Seit wann kennt ihr Naruto-Style? Das war jetzt nicht geplant. Wir müssen reden. Raus aus dem Wasser. Ja, du hast ihn auch reingebracht. Was willst du von ihm dann? Was? Wer bist du? Oh, Papa, ich hab Angst. Da, dummer Junge, hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Heulsuse. Da hat er recht. Klatsch ihn. Hör auf zu heulen, halt den Mund, bevor ich die Nerven verliere. Okay, hör gut zu. Dein Vater ist tot, okay? Du weißt sicher nicht mehr viel von dem Kampf. Er hat sich selbst für den Sieg geopfert. Ja, jetzt muss er damit leben. Mein Papa ist tot. Papa ist... Boah, nicht schon wieder. Ich bring dich um, wirklich. Hat dir dein Vater hier erzählt, wie die Dragonbots funktionieren? Son Gokus Freunde werden sicher bald alle gefunden haben, um ihn wiederzubeleben. Ja, Son Gohan war am Anfang echt eine Heulsuse und eine Nervensäge. Aber das ist nicht das Wichtigste. Wir konnten uns selbst um den Typ kümmern, der dich entführte. Aber in einem Jahr kommen noch zwei weitere hierher. Und sie sind noch viel gefährlicher. Auch wenn Son Goku schon vorher wieder am Leben ist, können wir zwei alleine sie nicht besiegen. Wir brauchen deine Kräfte, Junge. Du musst trainieren, kämpfen lernen. Wir müssen die Erde gemeinsam beschützen. Hä? Trainieren? Ich? Oh, unmöglich. Ich kann überhaupt nicht kämpfen. Es geht nicht darum, ob du kannst. Du musst. Aber hier werden wir nichts erreichen. Folge mir. Digga, er kann nicht fliegen. Aber ich kann nicht einfach... Okay, wir haben kleinen So und kleinen Gohan mit uns. Okay, er kann da nicht hin. Speichern wir mal eine Runde. Welches Level ist er? Ich hoffe mal nicht eins. Ich hoffe mal nicht eins. Ich hoffe mal nicht eins. Verdammte Scheiße, er ist eins. Wieso habe ich das nur geahnt? Er hat keine Fähigkeiten, ist klar. Ausrüstung. Energiering. Ach du Scheiße, ist ein Weichei. Ah, okay, da muss ich wohl hart mit ihm kämpfen hier. Ja, komm hoch, hoch mit dir. Da kannst du nicht durch, aber du kannst die Schatzruhe mitnehmen. Das kannst du schon. Ki-Explosionsfrucht, okay. Die kannst du noch nicht. Piccolo, wo bist du? Piccolo. Oh, da bist du. Jetzt heul jetzt nicht wieder, Mann. Was? Schon erschöpft? Glaubst du etwa, das reicht, um die Erde zu retten? Was erwartet denn von einem Vierjährigen? Ich kann kein Krieger sein. Ich habe einfach nicht das Zeug dazu. Denkst du, aber wir haben dich gesehen. Vielleicht weißt du es nicht, aber du hast mehr Kräfte in dir als jeder andere auf der Erde. Du musst trainieren, damit deine Kräfte hervorkommt und du sie gezielt einsetzen kannst.
Niemals. Sowas hab ich nicht. Boah, Gohan, halt die Fresse. Bitte. Willst du einen Beweis? Ah, jetzt kommt der geile... Was tust du? Oh, stopp! Aufhören! Ich werf ihn gegen Stein. Jetzt kommt die Zähne. Na los, zeig mir, was in dir steckt. Dieser Felsblock wird dich zerschmettern. Bums. Jetzt sagst du nichts mehr, Gohan, oder? Jetzt sagst du nichts mehr. Deine verborgene Krypte, ich, ja. Wow, ich wusste, dass du stark bist, aber... Aber nicht so stark. Du bist stärker als ich. Ich darf es nicht zulassen. Ich bin mir unsicher. Ich helfe, den Jungen großzuziehen, aber... Großzuziehen, der eines Tages vielleicht mein größter Feind ist. Das ist jetzt kniffig, Piccolo. Kniffig, kniffig. Was willst du tun? Was willst du tun? War ich das? Nein, das war ich. Ich kam aus dem Display raus und hab dir geholfen, weißt du? Ja, das warst du. Fängst du jetzt an, deine Fähigkeiten zu begreifen? Immer wenn du sehr starke Emotionen hast, kannst du deine versteckten Kräfte freimachen. Das mag nur einen Moment andauern, aber das Training hilft dir dabei. So wirst du zum stärksten Krieger der Welt, verstanden? Niemals, das ist Son Goku. Mit dem vierfachen Super Saiyan. Aber ich will kein Krieger sein. Ich will ein Gelehrter werden. Oh, Junge, such dir ein Hobby. Das kannst du immer noch. Allerdings musst du das warten. Bis du nächstes Jahr die Saiyajin besiegt hast. Diese Typen wollen unser Dasein auf der Erde beenden. Dann gibt es keine Zukunft mehr für irgendjemanden. Aber ich habe Angst. Hör auf zu heulen, Hügger. Willst du am Leben bleiben? Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Fangen wir jetzt an. Lege deine äußere Kleidung ab. Was? So ein Pädophiler. Ich will warten, bis mein Papa wiederbelebt ist. Dann kann er mir zeigen, wie man kämpft. So ist das. Er ist stark, sicher, aber er ist kein geborener Lehrer. Er ist zu nett. Er kann niemandem gegenüber hart sein. Du verzogenes Girl bist der beste Beweis dafür. Schnell, mach dich bereit. Wir müssen los. Boah, übertreib doch, Piccolo. Ist er jetzt oben rum nackig oder was? Willst du mich verarschen? Was kann der kleine Spasti denn? Ach du Scheiße. Ey, der hat doch keine Chance gegen den hier. Okay, doch, schon. Schon ein Level abbekommen. Großartig. Kleine Bohne. So, Karotten brauchen wir. Sehen wir uns da unten rum. Ach, scheiße, Mann. Verdammt, das ist vergiftet. Ich hoffe, das Gift geht weg. Welche Karotte? Oh. Ein Hund von denen. Willst du mich verarschen? Ey, das ist doch der größte Beschiss. Ey, der ist so ein Weichei. Ey, zum Glück habe ich gespeichert. Ey, der ist die größte Pussy. Er ist so schnell gestorben. Hier, komm. Boah, so eine Pussy. Boy. Ja, man kann es überspringen, zum Glück. Überspringen. Ja. Zum Glück. Angriff. Komm, krieg dein Level ab. Was willst du von... Ey, willst du mich ver... Jetzt ist er zornig oder was? Jetzt freust du dich. Oh Mann, oh Mann. So. Okay, komm. Widerstand. Wieso kann er keine Ki-Explosionsattacken? Ja, danke schön.
Willst du mich verarschen? Davor hat er weniger gebraucht, um Level 3 zu erreichen. Angriff. Okay. Okay, Level 3. Items habe ich doch bestimmt noch irgendwelche Dinger, die ihn verstärken. Was heißt das? FP? Was hat er jetzt? Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich hoffe es. Ich hoffe es, bitte. Ja, geh mit Piccolo. Komm, geh mit ihm. Gut. Vertrau ihm alles. Aber was für ein Training wird das? Überlebenskampf. Vorerst wirst du gar nichts tun. Du musst nur überleben. Survival-Training. Was? Überleben? Genau. Du musst ab sofort alleine überleben. Wenn du nach 6 Monaten immer noch wohlauf bist, dann bringe ich dir das Kämpfen bei. 6 Monate ein vierjähriges Kind in der Wildnis. 6 Monate? Hier? Ganz allein? Ich will nicht. Ich werde alleine sterben. Ich werde gemeinsam mit dir sterben. Aha. Hey. Du wirst nicht alleine sein. Hier sind überall blutrünstige Kreaturen. Oh nein, ich komm schon. Lass mich nicht zurück. Doch, er lässt dich zurück. Er ist Piccolo. Du bist der Schlüssel für die Zukunft der Erde, Junge. Vergiss das besser nicht. Glaub an die Kraft, die du hast. Lerne sie zu nutzen. Geht klar. Hey, jetzt bist du traurig wieder. Aber ich... Ich schaff es nicht. Bis bald. So eiskalt. Auch noch eins. Versucht nicht zu fliehen. Dieser Ort ist in allen Richtungen von riesigen Wüsten umgeben. Dagegen ist es hier wie ein Himmel. Oh. Hochgenommen. Warte, wo finde ich was zu essen? Wie kann ich ein Bad nehmen? Wo ist mein Bett? Glaubst du, du findest irgendwas davon hier? Du verwöhntes Girl? Ach. Nein, du bist so gemein. Du bist so gemein. Ärgere dich nicht über mich. Ärgere dich über dein Schicksal. Das tue ich auch. Weg mit mir. Warte, ich habe Angst. Lass mich hier nicht zurück. Oh. Oh. Der Kissen, ich muss jetzt mit ihnen rumkämpfen. Oh Gott, das Palast. Mr. Popo. Dreh dich um. Sag was. Du verhältst dich selbst am Gott. Stimmt was nicht? Es ist Piccolo. Ich wusste, er hat sich verändert. Er ist immer noch böse, aber ich glaube, seine Hinterlistigkeit verschwindet langsam. Ich glaube, du hast recht. Der Dämonenkönig der Vergangenheit würde Jaguar nicht stärker machen wollen. Ja, ich bin Mr. Popo. Mit dem griechischen Popo. Mich hat überzeugt, was mit der Seele von Sagogos Bruder geschah. Raditz fand seinen Weg ins Jenseits, wie es sein sollte. Wird man von einem Dämonen umgebracht, verbringt man normal die Ewigkeit mit Schmerzen aller als wandelnder Ghoul. Aber mit Raditz ist das nicht passiert. Der frühere Piccolo hätte das nie zugelassen. Aha! Ich verstehe! Und er hat wohl gemerkt, dass er und deshalb habe ich nur noch ein Jahr zu leben. What? Ein Jahr? Er hat nur ein Jahr zu leben? Vielleicht stirbt Piccolo in einem Jahr durch die Hände des Saiyajin. Oder vielleicht sterbe ich dann einen natürlichen Tod. Ich weiß es nicht. Mein Ende ist Piccolos Ende und umgekehrt. Hör. Ich mag ein großer Mann sein, aber... Deshalb gefällt es mir noch lange nicht zu wissen, wann ich sterbe. Ich weiß, er hat es so deutlich erkannt wie ich. Vielleicht muss er irgendein Zeichen setzen, bevor er geht. Auch wenn es der Sohn seines Erzfeindes ist. Ah. Etwas, was von ihm zurückbleibt. Also haben die Dwangbosch auch nur wenig Zeit übrig. Da hast du recht, Mr. Popo. Ja, ich denke, nächstes Mal werden sie zum letzten Mal eingesetzt werden. Oh, ich muss Cut machen.
Okay, cut.